Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredak, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Dieses Mandantenvideo habe ich gemacht für Mandanten von mir, die mich mit der Verhandlung zum Aufhebungsvertrag beauftragt haben und wo es im Moment ein bisschen knirscht im Gebälk, weil die Mandanten zu viel Druck machen. Und ich erkläre Ihnen jetzt mal, warum das ein bisschen problematisch ist. Ich habe Ihnen das wahrscheinlich schon am Telefon erklärt, aber Sie haben es entweder nicht richtig verstanden oder ich bin nicht zu Ihnen durchgedrungen. Und damit das nochmal ein bisschen allgemeiner ist und damit Sie auch merken, dass das nicht allein Ihr Problem ist, mache ich dazu jetzt mal ein Mandantenvideo. Sie sind zu mir gekommen in einer Aufhebungssituation, der Arbeitgeber hat schon was angeboten und Sie wollen es auch gerne in Anspruch nehmen, aber Sie haben, wollen halt mehr rausholen. Sie haben gedacht, Bredereck ist ein guter Pokerer, der kann das machen und haben mich beauftragt. Dann ging es los, wir haben Verhandlungen begonnen und ich habe gemerkt, ich komme im Moment beim Arbeitgeber nicht weiter. Und jetzt sagen Sie, Bredereck, schicken Sie dann neue Forderungen hin, machen Sie Druck, rufen Sie den ständig an, Sie rufen ständig bei mir an, schicken mir ständig Mails oder was auch immer, setzen mich unter Druck, damit ich den Arbeitgeber unter Druck setze. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Ich erkläre Ihnen ja, und das habe ich Ihnen am Anfang gesagt, das ist in den ersten Mandantenvideos auch, die Sie sich angeguckt haben, auch drin, das Ganze ist ein Pokerspiel. Beim Pokern müssen Sie mal gucken im Fernsehen oder bei YouTube, Pokern, andere Leute beim Pokern beobachten, wer da gewinnt. Erstmal gibt es überhaupt keine Spieler, die am Tisch rum Druck machen, den anderen unter Druck setzen oder den, was weiß ich, da irgendwie rum diskutieren, sondern alle sind ruhig, haben Pokerface auf und versuchen cool zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Und so ist das auch hier. Wenn wir rumspringen, Druck machen, denkt der Arbeitgeber sofort, ach, der Arbeitnehmer will weg. Na wunderbar, wenn der eh weg will, warum soll ich dem was bezahlen? Der hat es eilig, kann ich mir Zeit lassen. Und das ist die sichere Methode, um sich in eine sehr schlechte Position zu bringen. Und das ist die sichere Methode, damit am Ende was rauskommt, womit Sie nicht zufrieden sind und dann sind Sie auch nicht mit mir zufrieden. Und deswegen sollten Sie das lassen. Entweder wir nehmen das, was da ist, machen das ordentlich, vernünftig in der Form, dass das auch bestmöglich bei Ihnen ankommt, keine Sperrzeit, ne, das ganze Standard, keine Anrechnung des, der Abfindung, das kriege ich alles so hin. Ja? Vernünftiges Verfahren über Kündigung, Kündigungsschutzklage, gerichtlich Vergleich, das kriegen wir alles hin. Aber bei der Höhe der Abfindung bzw. bei der Länge des Freistellungszeitpunkts, Zeitraums, da müssen wir cool bleiben, bis wir vom Arbeitgeber den weich gekocht haben und der uns ein vernünftiges Angebot macht. Sonst sind wir die, die in Druck geraten und der Arbeitgeber wird sich zurücklehnen und wird sagen, haha, wunderbar, das ist doch gut. Jetzt kommt der Bredereck in Streit mit seiner Mandantin oder mit seinem Mandanten und schon habe ich den als Anwalt weg. Ja, ich habe da vielleicht einen neuen, vielleicht ist der gar nicht mehr so hartnäckig oder die, der Mandant ist total zerknirscht und will dann doch eine Einigung, wie auch immer. Das endet nicht gut. Deswegen mein Plädoyer: Bleiben Sie ruhig. Egal, warum Sie es eilig haben, bleiben Sie ruhig. Und wenn der Arbeitgeber sagt, Sie müssen wieder kommen, dann gehen Sie wieder hin. Im Notfall müssen Sie halt, wenn Sie krank sind, arbeitsunfähig schreiben lassen. Aber tun Sie nicht so, als ob Sie dringend weg wollten, weil dann bekomme ich nicht das, was Ihnen vorschwebt. Dann hole ich nicht aus der ganzen Sache das raus, was drin ist. Ich hoffe, dieser Hinweis erreicht Sie. Ich hoffe, Sie sind noch nicht so festgefahren in Ihren Vorstellungen, dass Sie mich gar nicht mehr wahrnehmen mit meinen Hinweisen. Sie sind doch mal zu mir gekommen, weil Sie gedacht haben, ich kann das ganz gut. Ja? Deswegen versuchen Sie sich das nochmal zu vergegenwärtigen und wenn Sie jetzt das Video geguckt haben, vielleicht Ihre Strategie noch einmal zu überdenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es geht gut weiter mit uns und für alle anderen, die das Ganze jetzt nicht, die nicht bei mir Mandanten sind, die jetzt das Ganze vielleicht trotzdem geguckt haben oder vielleicht in einer ähnlichen Situation mit einem anderen Anwalt sind, die sollten da auch nochmal drüber nachdenken. Was anderes ist, wenn man das Gefühl hat, der Anwalt macht gar nichts, der macht einfach nichts. Ja, das ist was anderes. Aber ein strategisches Warten sollte man seinem Anwalt nicht als Untätigkeit auslegen. Das wäre eben dann wie übertragen aufs Pokerspiel, wäre das so, wenn sie sagen, oh, die sitzen ja alle faul da rum und bewegen nicht mal die Augenbrauen. Wie kriegen die nachher so viel Geld? Ja, das ist eben Teil des Spiels. Ja? All in the game. Gut, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.